Mit diesem Video möchte ich Ihnen den Einbau eines Kombiableiter Typ 1 in einer Zählerverteilung vorstellen. Bevor ich jedoch beginne, möchte ich Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass Einbauten von Überspannungsableitern in Elektroverteilungen ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden darf. Zuerst zeige ich Ihnen die Einbausituation, das Zählerfeld. Anschließend stelle ich Ihnen das Produkt, welches ich einbauen werde, vor. Zum Schluss erkläre ich noch kurz die Funktionsweise des Kombiableiters Typ 1. Zur Zählerverteilung selber, Sie sehen hier ein Zählerfeld für ein Wohnhaus, dreifeldrige Anlage, ein Feld ist bereits belegt mit einem Zähler, ein Zählerfeld ist Reserve, ein Zählerfeld wäre zum Beispiel für eine Steuerung des Versorgers, zum Beispiel ein Rundsteuerempfänger. Im unteren Anschlussraum, hier hinter den Abdeckungen, wären die Sammelschienen. Der Zähler, die Anlage ist vorgesichert mit einem 35 Ampere Hauptsicherungsautomaten. Hier im Reservefeld ist noch ein Sicherungsautomat zur Absicherung eines Steuergerätes vorhanden. Hier bereits geöffnet der obere Zähleranschlussraum. Sie sehen hier den Klemmstein der Zuleitung. Und hier im oberen Bereich werden wir dann auch den Kombiableiter Typ 1 installieren. Zum Produkt selber. Wir haben hier ein Fabrikat der Firma Dehn & Söhne ausgewählt. Es ist ein Kombiableiter, Bildschirmableiter Typ 1. Die genaue Typbezeichnung ist Dehn Shield TT. Es wird eingesetzt für eben ein TT-System. Hier im Anschluss für die elektrische Anlage liegt ein TT-System vom Netzversorger vor. Der Ableiter selber, Sie sehen es, er hat 4 Teilungseinheiten in der Breite und er ist für die Anvertrautung, für die Installation mit Käfigklemmen ausgerüstet, für die Außenleiter, für Neutralleiter und auch im unteren Bereich für PE und Potentialausgleichsleiter.